Meine geistige Gesundheit hängt an einem seidenen Faden. Wer mein Reminder-Video gesehen hat, weiß warum. Und ich möchte, dass dieses Spiel mich positiv überrascht oder derartig erheitert durch Inkompetenz oder ähnliches, dass ich wieder normal werde. Das Spiel darf gut oder schlecht sein. Es darf nur nicht einfach aufhören, ein Spiel zu sein, okay? Welcome! The case you are about to play is just a small part of the game. May have different outcomes depending on the decisions you make during the playthrough. Game deck, like classic tabletop RPGs, gives you the freedom to approach situations from multiple angles, rather than forcing a single solution. Remember, you are the sum of your choices. Now it's time to buckle down and get to work, Detective. Sehr schön. Die ersten Rollenspiele, also Pen and Paper Rollenspiele oder Rollenspiele, wie wir sie damals genannt haben, die ich gemacht habe, hatten nicht allzu viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden, weil unser minderjähriger Spieleleiter nicht viel Ahnung hatte. Aber wir waren auch minderjährig und hatten auch wenig Ahnung und es machte uns nichts aus und es machte viel Spaß. Okay, es ist ein Cyberpunk-Rollenspiel, aber aus der isometrischen Perspektive. Also insofern habe ich einen Überblick, den ich normalerweise sehr zu schätzen weiß. Der Developer kommt. I'm speaking to you on behalf of Game Deck's Designers from Anshar Studios. Das ist witzig. Ich will jetzt immer runterscrollen, ne? Auf First Person, was natürlich Quatsch ist. Das ist schon mal witzig und die Grafik ist schon mal sehr schön. Hier hinten rechts oben sehe ich Leute vorbeigehen und ich sehe, dass ich eine Hausbar habe, die schwebt. Das ist schön. We are still working on the game and there are plenty of unavailable functions. Now, a couple of words about your work. Right now, please choose the background for your character. Where were you born? Ja, ich sehe hier sehr schnöselig aus. Insofern will ich Schnösel sein. I was born and raised in Warsaw, High City. All right, noted. Before taking up this profession, all game decks worked in a different field. You can choose one of them. Sleeves, person with ties to the world of crime. Glazier, magician of virtual worlds and machine tamer. Infotainer, colorful personality of virtual spaces. Oder Scalpel, sawbones with extensive medical knowledge. Das ist eine interessante Mischung, oder? Gangster, Magier, Entertainer und Mediziner. Ich will Entertainer sein. You will now receive aspects that allow you to unlock the Infotainer profession. Oh, da oben sind Aspects. Ich habe einige schon übersprungen, offenbar. Go to the profession tree and unlock this specialization. Okay. Pff, ein Skill Tree, der es in sich hat. Ja, das sind die Sachen, die mir angeboten wurden hier. Infotainer, you know, to produce a net show and smile to the camera. Manipulating videos is easy. You know how to work a mechanical and digital camera. You have charisma and aren't afraid to use it. People recognize you and want to take pictures with you. Everyone is so nice to you. Well, almost everyone. Ja, schön. Aspects, origin, high city, low city, mid city, unavailable. Yellow. Yellow? So yellow. Green, red, blue. Seltsam. Verbosity, Spontaneity, Inspiration. Sehr schön. Muss ich das anklicken? Muss ich da irgendwas tun? Achso, Accept. Ja, natürlich akzeptiere ich. Sensory. Ja, danke. Da weiß ich Bescheid. Required, Zero, Yellow.
Gut, next. Codex, Deduction, da werde ich wohl an Fällen arbeiten. Und hier sind Hintergrundinformationen. Weiß ich schon irgendetwas über die Charaktere? No data available. Das ist der Developer. Über den weiß ich nichts. Er ist praktisch Gott für mich. Nehme ich an. Back. Back. Professions. Back. Aspects. Ich habe alles zur Kenntnis genommen. Danke. Warum wabert das hier immer noch? Muss ich da draufklicken? Nein. And unlock this specialization. Okay. Got it. Thanks. Good luck. Danke. Codex information unlocked. Codex information unlocked. End of the 22nd century. Codex information unlocked. Galahad on Game Dex. Contemporary Times. Da wird eine Menge unlocked. Das ist alles das hier, ne? Professions, Codex und Deduction. Ich guck mal im Codex nach, ob ich irgendetwas... Virtualium. Das klingt schön. Und Realium. Das klingt sehr schön. End of the 22nd century. Ja, lass mal gucken, was wir hier erfahren über die Zeit, in der wir leben. Das wäre so viel. Tildir. Das ist ein Interview, das ich möglicherweise geführt habe. Professor, if you were to discuss the most important characteristics of our times and the contemporary technology, what would you talk about? First of all, about the rebellion of nature. We are living in cities, cages that are separated from the aggressive ecosystem by ABB barriers. Without them, we would be doomed. That is the first component. What about other ones? Anti-G technology. It's the only thing that lets the towers be so tall and the walkways between them so dense. And of course, the fact that both freight and human transport is done only by air. Talking about dense, Professor. No. What else? What else? Ist das ein Interview oder eine Befragung bei der Polizei? I'm not really sure. Perhaps Virtualia. Hundreds of thousands of games and hundreds of millions of players. It's a kind of escapism from the late 22nd century. A lot of people pretty much live online. Talking about Zonets? They have no choice, or at least they didn't until the first Mobriums were made. I'm talking about the players who seem to consciously choose a life online and neglect their existence of realium. Ja, bis der Müll rausgebracht werden muss, nehme ich an. Is that all? All the major things? Yes, I think so. What historical events determine the current reality? Wer fragt das? Leute, die da leben, müssten das wissen, oder? Rebellion of nature in the late 2070s, the start of the information era around the same time, which produced the ban on recording information on material carriers. The development of the ABB barriers, the establishment of the mutation control center, and the Outrangers organization. Oh. Temporal crash. Okay. Time recognition impairment disease caused by the pandemic caused people to lose track of time and the ability to identify what was that when. Led to chaos, rioting, millions of victims. And then came the era. Yes, the rejuvenation era. That's when everyone said, excuse my language, screw it all. We had a cultural rejuvenation. The most characteristic thing about those times was the first and last name revolution. Driven by Ginglish, Global English, which was on the rise in the time, since they were living more in city countries than actual countries, the citizens of Earth decided to create new last names, new object names, and started to dress like they wanted to, im Gegensatz zu vorher. And not as dictated by current fashions. Today you can hear about Miss Lilith Ernle in Eaton sex commercials, or watch a reality show with Torquil Amor and Pauline Aim. Before the rejuvenation era, the names Aim and Amor didn't exist. Oh, es wurden neue Namen erfunden. Okay, kurz dazu. Ja, ich lese das wirklich mit einigem Interesse, denn wenn es schon in einer Cyberpunk-Welt spielt, da muss man wissen, in welche Richtung das geht. Ich meine, Cyberpunk-Schnarch, würde ich mal sagen, ist Virtual Reality und Cyber-Hacking und so weiter, ist gegeben. Aber natürlich oft der Überwachungsstaat gegen
gegen die armen Normalbürger, wobei sich fragt, was sind Normalbürger in dieser Zeit? Hier wird es tatsächlich ein bisschen erklärt. Und ich habe nicht vor, das jetzt alles komplett durchzulesen, aber es scheint mir jetzt schon ein Spiel zu sein, bei dem es sich lohnen würde, das zu tun. Das ist ja nicht uninteressant. Und wenn ich mich drüber lustig mache, darüber, dass man plötzlich neue Namen erfinden konnte, dann tue ich das, weil, ja, so what? Ich habe eine Menge Meinungen zu der Projektion unserer Technologie in die kommenden Jahrhunderte. Und eins der geringeren Probleme, hier was hier als Rejuvenation Era bezeichnet wird, Cultural Rejuvenation. Infantilization wäre vielleicht auch ein gutes Wort dafür. Also irgendwann haben Leute offenbar angefangen, einfach sich neue, coole Namen zu geben. Wahrscheinlich zur selben Zeit, als sie angefangen haben, sich neue, coole Genders zu geben und Identities und Identity Politics und ähnliches. Seien wir vorsichtig, das einfach als irgendwie eine coole Ära zu bezeichnen, ja, in der große Revolutionen von sich gingen und die Leute endlich befreit wurden. Ich glaube, den Eindruck hatten die Leute schon immer, ja, dass irgendeine neue Revolution kam und sie befreit hat. Ich wäre da sehr vorsichtig, wovon wir uns zu befreien glauben und in welche Käfige wir uns damit einsperren. Ich lese es tatsächlich noch zu Ende. Ja? But Professor, these are ancient events. The rejuvenation era was 80 years ago. Era. Has nothing happened since then? No, not too much. Or perhaps the accelerated technological development. What about emigration to Gaia? We have the first terraformed planet in the Sigma Draconis system. Right, I forgot all about it. Forgot, Professor? I also forgot about BLB technology. That was certainly a breakthrough. It makes people immortal. Only the richest people. Well, the upper middle class. This is the reason why there are more demonstrations, especially in the lower layers of the police. What about the Pygmalion technology? Huh? Human creation? Seems that we are living in times so complex that there is no way to cover everything in a single conversation. Okay, Gustav Tannhauser. Den Namen hat er sich wahrscheinlich auch selbst gegeben. Ja? Und Matilda Realm hat ihn befragt. Einer der interessantesten Aspekte in Blade Runner war damals schon, dass es eben keine überbevölkerte Welt war, in der sich das abspielte, sondern eine, in der die Menschen dabei waren, die Welt zu verlassen. Ich muss sagen, dieses Detail, wenn das anders gewesen wäre bei Blade Runner, wenn es also eine Art Soylent Green Überbevölkerungswelt gewesen wäre, es hätte völlig anders gewirkt. Ich halte das auch für wahrscheinlicher und wie man hier auch schon sieht, ja, diese Spaltung in die Reichen, die unsterblich sein können und die Armen, die das nicht können und die Welt verlassen und die, das ist nicht einfach, alle wollen das Gleiche und die Reichen können sich's leisten und die Armen nicht. Ich glaube, dass die Welt sich so entwickelt, dass die Leute sich mehr und mehr teilen werden, wie es hier auch angedeutet wird, in Leute, die verschiedene Ziele im Leben haben, verschiedene Visionen und sie umsetzen werden. Und jemand, der zum Beispiel die Unsterblichkeit sucht, wird wahrscheinlich jemand sein, der eine gewisse Neugier kultiviert hat, der einen Wissensdurst hat. Ich glaube nicht, dass man einfach nur ewig leben will, um sich zuzusaufen oder so. Wenn man die Wahl hat, ja, okay, aber man wäre nicht bereit, viel dafür zu tun, nehme ich an. Insofern interessante Ansätze, aber gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das Spiel weitergeht. So, wie bewege ich mich denn jetzt? Point and click, nehme ich an. Kann ich was trinken? Ich will was trinken. Get a new job. Check your email on your computer. Warum? Immer wenn ich was trinken will in solchen Spielen, wird mir immer gesagt, dass ich mir einen Job suchen soll. Ist hier der Computer? Oh, ich dachte jetzt echt, das wäre meine Wohnung hier. Nein, das hier ist meine Wohnung. Schick. Das ist schön, das gefällt mir tatsächlich hier. Also, ne, der Ausblick, nicht auf die Natur, logischerweise, aber trotzdem, also man hat das Gefühl, irgendwie in einem Laden zu leben, wenn ich das richtig sehe. Das ist, eine gewisse Logik steckt da drin. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen in der Wohnung umgucken. Hier ist meine Nasszelle, nehme ich an. Da kann ich ja momentan nicht hin. Hier sind die Sachen, die ich mir angucken kann. Bliss! The apartment's AI control panel, a piece of quality software. Interestingly, the state of the fridge is not the most important thing. Wieso stand da Bliss? Ich dachte direkt, das wäre jetzt
Doch, tatsächlich. You can also talk to it. Its name is Bliss. Ich dachte, das wäre so eine Droge, ja, die ich in die Luft lassen kann oder so. That's the default name and I never changed it. Ich aktiviere es mal einfach. Holographic form of this for the software host appears in the air. Wo denn? Bliss sieht aus wie der Developer. Thank you for purchasing. I'm Bliss. What can I do for you? A product manufactured by Blue Whales Interactive, the leader in the field of AI, BWI, never alone. You are activating Bliss for the first time. Configure the software to your personal preferences. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte mir einen Job suchen sollen, wie das Spiel mir gesagt hat. Damn, something reset my settings. Probably another failure in the tower. Or a surge upstairs. Need to reconfigure everything again. Wenn ich jetzt Glazier wäre, könnte ich es selber analysieren, aber da ich es nicht bin, ist okay. Ich schalte jetzt einfach mal aus. So. Da ist die Couch. Da ist mein Incoming Call. Geoffrey Haggis. Wenn man sich selbst Namen ausdenken kann, warum nennt man sich Haggis? Someone sensing. Geoffrey Haggis? I don't know him. Ne? So dumm wie ich bin, dachte ich, ich laufe jetzt irgendwo zu einem Telefon. Verrückt. Damals hat man so gedacht. Oh, you're there. Please come to me. Blue Whales Interactive, Tower Level 255, South Entrance. I'll tell you everything when you're here. Down payment? Agree? Ask what this is about. Ich frage jetzt, worum es geht. Vielleicht habe ich keine Lust, das zu übernehmen. Could you tell me something more? I told you, when you get here. Ich sage einfach mal ja. Ist cooler als jetzt, um Geld zu feilschen, würde ich sagen. As you wish, I'll be there soon. Tja, schon habe ich einen Job, oder? Oder? Computer? Ich sollte zum Computer gehen, wurde mir gesagt. Ich werde jetzt auch da hingehen. Auch wenn es gerade so klingt, als hätte ich jetzt einen neuen Job. My computer. It controls the couch. Communicates with household appliances. Lets me go online and does everything else. It's old. It should be modernized. But it still works and I can depend on it. Infotainer, public profile. Ja, ich will wissen, wer ich bin. My influencers profile. Fame. I have a preview of contacts and other things. Force of influencing tastes. Nothing changed. Good. Influence on products. The curve is rising. Great. And speaking of products. Könnte mir das nicht gezeigt werden, statt dass es mir erklärt? Oder rufst du es mir zu? Was siehst du jetzt auf dem Bildschirm? I endorse some and make money. Not that much, but it all adds up. I need to choose the brand support mode. Brand support mode? Also Werbeeinnahmen, die ich bekomme oder so? Ich will popular brands. Associating my image with popular brands is a reasonable form of self-promotion. I'm associated with good products and the other way around. Process activated. It will be handled by AI algorithms. In a few days I'll check if I made the right decision. I hope I did. Search the web, automatic shopping, games. Ich bin neugierig. Was für Games kann ich immer? I earn in several ones, but right now I'm interested in one. Void Stars, still under development, though it was already released. Sowas gibt's, ne? Dass Spiele sich noch entwickelt werden und dann aber schon veröffentlicht sind. Was für eine verrückte Welt. It will be bigger than all previous space simulations. It's hard to imagine. Ich verstehe schon. I already bought a few ships. Couldn't help myself. They're expensive. But what the hell? I'm a bachelor. Witzig. Ich kann ein neues Schiff kaufen. Nee, weg. Zurück. Search the web. Check Haggis. Genau, wer ist er? Who is Geoffrey Haggis? The director of the programming division of Blue Whales Interactive. Das hat er mir auch gesagt, oder? Gossip. Disgustingly rich. Art collector. Suffered repeatedly burglary attempts. Conflicted with wife Eleonora and son Frederick. Die Namen soll ich mir merken. Kann ich ihn beeindrucken. He allegedly recently installed a safe that opens with music in his office. Wonder how much truth there is to that. Kann ich seinen Spotify-Account hacken, um zu sehen, was für Musik er hört? Automatic Shopping. Kann ich noch eine Waffe kaufen? Vielleicht brauche ich eine Waffe. Let's check the automatic shops. Delivery of game pills and Nutri-Fluids. Same order as always. In a promotional package. Confirmed.
Surprise food subscription has expired. It tastes so-so, but influencers say it's healthy. Renew. Ja. Essen muss ich haben. Done. Starting tomorrow. A drone will bring me a surprise meal, no matter how horrible that may sound. Klingt eigentlich gut. Wenn man keine Frau hat, die so nett ist, für einen zu kochen. Sollte man sich bedrohnen lassen. Done. Starting tomorrow, a drone will... Habe ich doch schon... Okay. Fame comes at a price. Hundreds of emails, including a few, really should respond to. Check jobs. I already have one job, but no harm in checking again. Maybe I can get another one. Friends sometimes tell me things. The guy is in trouble or the lady has a problem. Usually celebrities. But nothing this time. All that's left is the job from Mr. Haggis. Gut, dann reicht mir das jetzt auch. Move away, the screen turns transparent. So. Stunde schlafen vielleicht noch. Nee, ich will nicht. Darf nicht. Warum nicht? Will mich angezeigt. Ich will das Haus verlassen. Das war mein Schlafzimmer hier vorne, ne? Da ist hier vorne bestimmt der Ausgang. Hier ist meine Tasche. Die kann ich nicht nehmen. Ist das doch nicht mal meine Nasszelle, wie ich dachte? Das ist einfach der Exit. Habe ich keine Toilette in meiner Wohnung? Oh. Da bin ich direkt da. Ich nehme mal an, wenn, ne, abseits vom Demo, wenn das Ding entwickelt ist, dann hat man vielleicht eine Fahrt durch die Stadt. Denn darauf hatte ich mich eigentlich gefreut. Da ist ein Bild von ihm. The director's office is behind that door. Mr. Haggis is expecting you. Sehr schön. Haggis! Mr. Haggis. Geoffrey. Ist das Ihre Frau Eleonore? Nein. Meet with Director Haggis. Ja. Are you serious? What are you doing? Man took a deep breath and let the air out through his nose with a loud wheeze. Oh, was habe ich denn falsch gemacht? Took a good look at me. You're here. Good. Achso, wahrscheinlich hätte ich ihn nicht direkt ansprechen sollen. Keine Ahnung. Ich stelle mich erstmal vor, oder? Es mag lahm sein, aber... Hello, my name is... I know who you are. My name's Haggis. Director Haggis. I know who you are, Haggis. Something's wrong with my son. Frederick? He's not getting off the couch and... Well, you'll see for yourself. Is that us here? Stehen Sie auf, junger Mann. It's been over 4 days now. He entered a game with his friend. Ich muss ihn gangsteriger sprechen. Ne? He entered a game with his friend Tim. Tried to talk to Tim, but he seems caught up in himself. His condition makes me worry even more for Fredo. My son is on the couch in the next room. Let's go there now. Sehr süß. Ja. Er ist auf der Couch im Zimmer nebenan. Gehen wir jetzt hin. Da liegt er. Ah, eine Couch ist nicht... And a couch is not a couch. Here he is. Check what's going on and tell me how he can be helped. Ah, ich muss ihm folgen ins Virtualium. War das der Name? Haggis' son wore a gaming suit from an expensive brand. Part of his face was hidden behind a state-of-the-art helmet. Ja, nehmen Sie den Helm ab und kleben Sie ihm eine. The side panel warned that he had exceeded the online time limit. The genital area of Fredo's suit was bulging. Junge, Junge. Examine Fredo. No. Check the couch. Examine the suit. Ja, Helm. Ich gucke mir erstmal den Helm an. I leaned over to get a better look. Check display. User screen didn't present Fredo's virtual location. An intentional safeguard. Ja, wo wird der schon sein, wenn er gerade bulged? Check the couch. The helmet didn't have any observable... Warum kommt das mal als nächstes? So, the royal mat, discretion and comfort, couch, reeked of luxury and unattainability. System masked the player's login information. Tja, haben sie wohl eine gute Firewall um ihn aufgebaut. Ich guck mir Fredo auch mal an. I welcome your conclusions when you're ready. Touch his hand. Other actions. Examine the face. Ja, examine the face. Leaned over and looked under the visor of his helmet. There were no signs of an extended stay online. Expensive supplements sure did the trick.
He had irregular skin discolorations near the ears. I had no idea what could have caused it. Ja, ich sage ihm erstmal, was ich so denke. What conclusions? I'm starting to lose my patience. Crush him with your eyes. Okay. Ja gut, wenn ich Mediziner wäre, könnte ich ihm jetzt mehr sagen. Wenn ich Gangster wäre, könnte ich ihn einfach zur Raison bringen. Share your observations. Please note that these are initial observations. It seems like your son is fine. Just playing something exciting. He's been logged in for over 4 days, but there are no negative consequences from the session. This is some excellent equipment. Pulling the helmet off the hard way is a huge risk, and logging off remotely... I know, it's impossible. Just like most systems. Can you at least tell where he logged on? The Virtualium data is masked by the helmet's discretion system. Game deck equipment won't do here. I need to find out... Ich hab nur gerade geguckt, was da oben erschien. I need to find out the game Fredo entered and then take appropriate action. I understand. Fredo was with his friend, Tim. That wuss is waiting in my office. Maybe he can tell us something. Someone's on the way to pick him up, so I suggest you hurry. Looked at me, then at his son, and sighed. All right, get to work. Oh, wer ist das hier? Hallo? Woman's couch. There was a rather frivolously dressed 20-something woman on the couch. The device's panel blinked alarmingly. Er guckt momentan nicht zu mir. Dann gucke ich sie mir mal genauer an. She must have been planning a short session, but she didn't put on the suit. So she didn't put on the suit. Verstehe. His face turned red. The crack whore alone. Leave the crack whore alone, sagt er, and save my son. Ja, give in. Natürlich, habe ich auch nichts mit zu tun. So, young man. Timmy. The kid looked around with terror in his eyes. He shivered when I approached him. Are you going to question me? Get right to the point. Let's say that I'm going to be asking the questions and you're going to be answering them, all right? He drew himself inward as if he's cold. Tell me what happened. Okay, he isn't secrets. Okay, wenn ich das richtig sehe, geht das in verschiedene Richtungen? Kann ich das... Nee. Also ich kriege verschiedene Secrets raus, je nachdem in welche Richtung ich frage, nehme ich an. I locked out. Fredo didn't. We were playing in Paradise Beach. It's a game for... a game where... Well, you have to be 16 to enter. Ich kann nicht auf beides gleichzeitig gucken, ja? Da oben ist irgendwas. Ich nehme an, dass das im Codex dann auftaucht. Codex Information Unlocked Paradise Beach. Sure. He blushed furiously. Und nochmal, Codex Information Unlocked. What is Paradise Beach? War's das? Danke. He blushed furiously and focused all attention on his shoes. His bashfulness had the potential to be of use to me. Das sind so kleine Tipps, die mir gegeben werden. Ne? What else do you want to know? Also er ist schüchtern. Ist das gut? Sollte ich ihn eingeschüchtert lassen oder soll ich ihn jetzt erstmal wieder rausholen aus sich? Ich ein bisschen Smalltalk, okay? Gucken, ob sich das hier dann bewegt. Let's focus on yourself, Tebbe. Why did you log off without Fredo? You left the game, even though your friend kept playing. What happened? I didn't want to leave him. Ah, jetzt bewege ich mich hier runter. Ich komme einem Secret näher. I was feeling bad, shaking. Yeah, I know you don't leave your friends behind. Nicht mal in Paradise Beach. Timmy had tears in his eyes. Please, leave me alone. I can't remember. I don't know what really happened. He had trouble putting sentences together and remembering the events. It wasn't just shock. Something had really disturbed his nervous system. Your brain was overloaded, but it'll come back in a moment. It will pass. Breathe. Ich könnte jetzt nochmal nach ihm fragen.
Ja, Fredo macht ihn wahrscheinlich nervös. Ich frag mal. Why is... Ah, falsch! Ich hab mich verdrückt. Where was Fredo when you came out of the game? Na gut. He was on the beach by these big, big dunes. Deswegen auch der Bulge, nehme ich mal an. Were they planning on staying there? Did Fredo want to stay on the beach or did he want to go somewhere else? Fredo, he was having a good time. He probably stayed in that world, in that area. What else? What do you want to know? Ich habe es nicht geschafft, das drüber zu schieben, aber ich habe mich auch verklickt, wie ich eben gesagt habe. He sounded like a player with a slow connection. Either he was in a state of deep stress or there was something wrong with his nervous system. Are you alright, Timmy? You're slurring your words and trembling. How do you feel? Not too good. I'm a little dizzy. But that's just because I'm tired. We played for a long time. Doesn't seem like fatigue, Tim. Tell me what happened. You don't believe me? We didn't do anything. Well, jetzt kann ich das doch hier unlocken, oder? Didn't do anything strange. I'm a good gamer. I gave it my all. So, that's why. Ich muss sagen, dass ich Polizist bin. You're a game deck? Ich konfirmiere das mal. Yes, Timmy. I'm a game detective. Cool. Can you tell me a little about your work? Ich sollte ihn natürlich eigentlich auf meine Seite bringen, ne? Als Game-Nerd. Aber nicht, dass er gleich abgeholt wird. Sure, but I've got a few questions for you. He nodded. Oh, ich bin zurück! Warum bin ich zurück? Moment, ich dachte, ich wäre jetzt gut dran. So, quid pro quo. Why isn't Fredo coming out of the game? I don't know. He liked it there and wanted to stay for as long as possible. Maybe he's having fun. Could Fredo have lost himself? What if... It would have to be an amazing session for him to disregard the danger of exceeding the permitted playtime. Are there many more questions? Several? Oder explain that you... Ach so, ich... Explain that you may have a lot. Just a few more. Took a deep breath and straightened up slightly. Toll! Ich mache alles falsch, oder was? Na, keine Geheimnisse. Ich hätte mich hier ausbreiten können und sollen. Gehe ich noch in die Seite. What games do you like? Whatever Fredo plays, space sims like Dream Space or Dying Stars, also shooters, he loosened up. He clearly enjoyed talking about games. In die Richtung, na gut. Ich gebe ihm mal Zeit. Smiled with understanding and waited for him to calm down. He shuddered. My smile was obviously not as charming as I thought. Ah! What were they doing, Virtualium? Well, what you normally do in an adult game. Try flattery. You guys were probably turning all the girls' heads, eh? Girls like you. Girls like you, nicht girls like you. Girls like you, admit it. I love such soft features. Come on. What were you doing there? Räuber. There were those cool NPCs there. Whatever NPCs are. You promised to tell me about game deck work. You're just like all adults. You just can't be trusted. That's true. How are things between Fredo and his father? Do they like each other or not? Old Man Haggis is... Ah, jetzt komme ich. Ich will wenigstens irgendwie ein Secret unlocken hier. Ja? Old Man Haggis is paying you, so no point in me saying anything. You'll take his side anyway. The truth lies where the money comes from.
looks at me with empty eyes. Why did you choose Paradise Beach? Well, to have some fun. There's sensuous wrestling to the west of the main entrance. Did you see it? Yeah, I won. I won 3 times. There was no such thing in Paradise Beach. The kid was lying. He was pale and shuddering. Ich gehe jetzt so hin und her, ne, zwischen dem und dem. Ja, erzähl mir was über Fredo. Anything you want. He's my buddy. We've known each other forever. We got to the same school. A kid named Alex was calling me names, so Fredo flushed his walk-tell down the toilet. And then he altered the photos in the school gallery to give Alex a pig snout oozing with disgusting mucus. Fredo's brilliant. He looked at me with empty eyes. Dann spring ich nochmal hier rüber. Oh, you celebrated Fredo's birthday in just one Virtualium? Yeah, but we had a warm-up there in Realium. We had a warm-up here in Realium. Okay. We kind of overdid it, as Fredo had trouble putting on his suit. He was tipsy. As I said too much, stop talking. I know how things are, Timmy. When I was your age, I also went to parties and drank booze. Booze is for the old or the poor. Fredo and I have better stuff. But the girl Fredo brought had booze. She said that it was included. War sie denn old oder poor? Das ist die Frage. He was pale and shuddering. So, noch eine Frage. Enemies. Wie sieht's damit aus? Was anyone threatening Fredo? Did he have any enemies? Any enemies? No, everyone likes him. Admires him. He's the best in graphic and animation and has awesome skins and great results in Fast Fury. You know, he bought the best speeder for 15,000 and... Ich höre mir das mal an. I raised my eyebrows in astonishment as I listened about Fredo. The kid burned through money, offended anyone who got in his way, and interestingly, always avoided any consequences for his actions. Timmy seemed... Jetzt gehe ich da wieder rüber. Timmy seemed to revere in his friend's insolence. He obviously believed that arrogance and poor manners are cool. Looked at me with empty eyes. Das war's wohl, ne? I was going to look around. Perhaps I could find something to untie his tongue. Ja, ich habe das schon mal bei einem Spiel gehabt. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Wo man Fragen stellen musste. Als Detective. Dass man... Ja, wenn man die richtigen Fragen in der richtigen Reihenfolge stellt, wenn man so sich richtig reindenken konnte in die andere Person, ja, dass man dann mehr Antworten bekam. Entweder bin ich schlecht darin, oder ich habe einfach andere Ideen, wie man bestimmte Leute behandelt als die Game Developer. Ich muss mal mehr spielen in der Richtung, damit ich einen Eindruck bekomme, ob ich am Ende das Gefühl habe, okay, da habe ich was dazugelernt. Ja, die Developer sind cleverer als ich. Bisher ist das noch nicht passiert. Bisher habe ich das Gefühl gehabt, okay, das war offenbar falsch. Das hätte ich nicht machen sollen. So, jetzt soll ich mich hier umgucken nach irgendwas, was seine Zunge löst. Was ist der Computer? Was ist der Boden? Piece of the floor stood out from the rest. Wenn da Drogen sind, werde ich sie ihm geben. There was no chance it was a mistake in the design. Not in a building like this. Take a closer look. Looked like some sort of cover. Must have been sound activated safe. It must have been the sound activated safe that Haggis had installed. Open it? What? Warum? Back to the investigation, we also. Kann ich Harfe spielen? A harp. The instrument has been a magnet for both artists and common mortals for ages. Oh, da ich Infotainer bin, spiele ich doch mal. I knew the instrument. I dug deep within for inspiration, closed my eyes and surrendered to the moment. I touched the strings and the music started to flow. I wanted to turn it into something important.
A melody about someone who doesn't understand their fate because they don't know the future. Oh, Haggis. Chapeau bar. That sent chills through me. What was that? Never have expected such talent from a game deck. Jetzt zum Beispiel die Frage, ne? Kann ich ihn durch Arroganz mehr beeindrucken als durch, durch Modesty? Mag er das mehr? Modesty. Nothing much, just some improvisation in the heat of the moment, thank you. Sound of the harp cools my thoughts, calms me down. It's better than a CC pill, if you know what I mean. I don't know what you mean. All right, get back to work. So, da geht er raus. Das beruhigt ihn, sehr schön. Ich habe hier jetzt noch neben Gather More Clues or Make a Deduction noch Open Haggis Safe. Deduction. Könnte ich jetzt machen. How to help Fredo. Timmy suffered a mental trauma. Boys in Paradise Beach. Look for him in the game. Ja, das wäre naheliegend. Da habe ich doch direkt dran gedacht, dass ich versuche, ihn dort aufzuholen. Ja. No data. Okay, ich kann hier offenbar... aussuchen, was ich weiter verfolgen will. Viele Informationen habe ich nicht bekommen, weil meine Befragung offenbar nicht gut war. Sonst wären hier, hätten sich wahrscheinlich mehr Möglichkeiten eröffnet von Dingen, die ich tun konnte. Aber dass ich dem irgendwie in die Virtualität, ins Virtualium folgen sollte, das hatte ich mir eigentlich schon gedacht. Ich mache doch jetzt nicht wirklich den Safe auf, nur weil es ein Objective ist. Während Timmy da sitzt, oder? Doch, mache ich. The safe was opened by sound. Such devices usually react to the voice of their owners, but can also be tuned to something else. Hier könnte ich den Mechanismus austüfteln. Back to the investigation. Okay, also kann ich mit Computer. Was ist das für ein Bär? Ist das ein Holo-Bär? A stream of stock market quotations appeared on the screen. Was best available hardware, just like everyone else. System access was blocked, but I should be able to log on with a little effort. This hardware likely monitored Fredo's couch. Enter password. Seriously? 1, 2, 3, 4, 5, Panda, Admin oder Password? Ich hätte jetzt den Namen seiner Frau verwendet. Okay, er ist, was ist er nochmal? Er ist ein Zahlentyp. Incorrect. Tja, jetzt könnte ich's hacken, ne? Wenn ich nicht Infotainer wäre. Da ist ein Panda. Dann wird's der wohl sein. Doch nicht. Ups. What the fuck are you doing, you idiot? Security is sensing me. Then they must have a reason. I suspect you have a bug here that interfered with my software. I actually did you a favor. Let's say I believe you. My people will check it out and then depending on what they find, you understand. Ja, end. Da geht er wieder rein. Timmy, mit Timmy kann ich nicht mehr reden. Und andere Sachen finde ich hier nicht, ne? Um Timmys Zunge zu lösen. Was ist denn mit dem Panda hier? Was ist das? What? Sticky stain? The floor was sticky. Yeah, taste it. Yeah, sure. Stain was light blue. Erst schnüffeln. Berries and chewing gum. And a barely noticeable trace of alcohol. Man sein Likör verschüttet. Blue Mistress, Champagne, often mistaken for expensive ones. Haggis didn't come off as a fan of such beverages. Nur aus Quatsch, ja, ich probier's mal. I ran my fingers across the stain, then touched them on my tongue. Sour, the ethanol, long gone. Got Tim's surprised look, he cleared his throat and looked away. I was running an investigation, every detail mattered. Sieh da zumindest mal, wie Leute wie ich arbeiten. Ob Leute wie ich hier gut arbeiten, weiß ich natürlich nicht. So, für 48 Stunden ist der
Computer gesperrt. Was haben wir denn hier? Vielleicht hätte ich da raufgucken sollen, bevor ich hier irgendwelche Passwörter eingegeben habe. Achso, das ist über mich. A search for information about myself. After all, I once had done a vlog about artificial intelligence. Not a word. Ja, dann lese ich halt, was sonst draufsteht. The article was about Pygmalion, the flagship product of BWI. The creation of a living human psyche. Copied the rest of my codex. I'd get back to it when I had more time. Ich mag die Stimme der Frau hier. Kann ich hier rausgehen? Ich kann rausgehen. Finde ich hier irgendwas Leckeres? Workspace. The empty workspace echoed corporate loneliness. The nameplate on the desk read Junior Customer Support Specialist Idis Ikari. Ass is the chair. Ergonomic chair. Adapted to the size and dimensions of its user. It was configured for someone small. Most likely a woman. Ha! Sexismus! The screensaver sliders presented landscapes beyond the ABBs and the towers of Warsaw City. An image of two women embracing appeared on one of the monitors. One of them had blue hair. I barely touched the screen and got access to the desktop. It hadn't been locked. It was an open BWI presentation and interrupted game of solitaire. Solitaire werde ich bestimmt nicht beenden. I watched 3D blue whales flying through the clouds, the company's logo. The animated slides presented the financial results for the last quarter. I copied the presentation to take a look later. Finish Solitaire. Ich weiß gar nicht, wie Solitaire geht, ehrlich gesagt. Wäre höchstens interessant gewesen zu sehen, ob das hier ein Minigame wäre. Kann ich rausgehen? Nein. Ich muss hier bleiben. Da, jetzt kann ich... Moment, wieso kann ich... So... Painting. I noticed the gold frame as soon as I entered the room. Contemplate the painting. A painting of Geoffrey Haggis. Its gold frame perfectly matching the highlights in his hair. The man in the portrait had a menacing look on his face, reminding me of a Mongolian Khan. No doubt the artist had been Celeste Paxi. She paints like they did in the 20th century, has a great marketing department and loves details. Probably why she has so many orders from CEOs and directors. It looked like gold, but I was not certain. Easy enough to check. Muss ich auch dran lecken? I believe that qualifies as property damage. Didn't have time for artistic elation. Hab ich jetzt ein Stück davon abgesägt? Wahrscheinlich, ne? Also, den Safe kann ich mir nicht ausmachen. Achso, Inform Haggis. Das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit da. Aber ist ja nicht, dass ich was anders gemacht hätte. Ich bin ja so zufrieden. Hier ist noch eine weitere Couch. Ich gehe mal davon aus, dass ich die jetzt nutzen kann. He looked at me with disgust, as if trying to tell me that I'm wasting his time. Mr. Haggis, I've made a decision about Frido. I'm listening. Frido may be stuck in Paradise Beach. You know, the world for people looking for love and sex. I'll try there. I know the game. I fucking programmed it. Don't think he's there, but fine. Check it if you have to. Here's a vacant couch. A Royal Met couch in full working order, the latest model, obviously. Yeah, deduction. Enter Paradise Beach. The boy said he went to Paradise Beach, so let's go there. Hello again. This is the Anshar Studios design team. We are still working on the game. And the Paradise Beach area is still offline for now. Also, die Schade. We will redirect you to Twisted and Perverted, where you can continue your investigation. What? But you must remember that your decision to visit Twisted and Perverted will produce consequences further in the game. Good luck. Okay, im fertigen Spiel ist es dann so, dass ich dann in Paradise Beach mich umschaue und den Jungen nicht finde, dann schätze ich heraus, dass er in Twisted and Perverted ist. Klingt auch interessanter, möglicherweise. So. Welcome to Twisted and Perverted, one of our virtual worlds. For the sake of the demo, we limited your experience to 2 minutes.
We didn't lock the content, so how far can you go before you run out of time? Das ist natürlich interessant. Was kriege ich denn alles zu sehen? Game rules. Arrow pointed. Continue. I touched the file and downloaded the data. Contain the rules of the game. Okay, of what game? Ach so. Ah, verstehe. Ich bin ja in einer Spielwelt. Insofern werden hier die Regeln gezeigt. Hey, you there, in the coat. Show your snout. Wanna see a trick? I guarantee I can turn that frown upside down. He looked like a horse. When I approached, he neighed like one. Hello, horse. I'm a game deck. And I'm no horse. He said, and involuntarily started chewing on the end of my coat, just as a horse would. What I am is a unicorn, and what unicorns do is bring magic and a glimmer of happiness in life. That was the silliest skin I ever saw, especially considering the wearer didn't fully learn to operate the extra two legs and the tail. Das würde ich gern sehen, tatsächlich, wie das aussieht. He threw his head and wriggled his tail. Habe ich eigentlich mal aus... vor allem nicht jetzt. Come, I'll show you a magic trick. Recall a game with unicorns? I remember a unicorn from a kid's virtualium. So back in high school, those kids... Kinds of games were expensive due to extra security. Needed to. This 3D model is not intended for player use. That's what NPCs from Rainbow Adventures look like. You shouldn't be using it. It's not a skin. I'm a real unicorn. And Rainbow Adventures is what I experience every day through giving folks magic and joy. Do you want to rub my horn? Nee. Ich werde dein Horn nicht reiben. You're a human, don't you remember? Ah nee, das war ich. Ich red wie ein Pferd. You mean to tell me I'm not a real unicorn? Well, maybe you're not. Okay. Okay. Das ist kein sehr rundes Demo, würde ich sagen. Aber ich hatte ja jetzt Spaß mit dem Unicorn. Ne? Da reichten keine 2 Minuten. Interessante Frage. Wenn das Einhorn sich nicht daran erinnert, dass es ein Mensch ist, könnte es Fredo sein? Ja, Bulging Suit und Unicorn? Möglicherweise. Okay, von allen Demos, die ich so gespielt habe, ist das jetzt das, das mich am schnellsten irgendwie rausgeworfen hat aus dem Ganzen. Schöne Grafik. Gefällt mir sehr gut. Und so die Texturen und Details macht Spaß hinzugucken. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch so drumrum scrollen kann um das Ganze, aber das ist halt nicht dafür gedacht. Und ja, was sage ich ansonsten zu dem Spiel? Eine Menge Flavor, nicht im Schlechten. Wieder mal ein dialogorientiertes Spiel, aber der Dialog hat nicht genervt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Deduktionen mir immer ein bisschen schwerfallen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Game Designer irgendwas will, was ich nicht will, oder irgendeine Idee hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Müsste ich rausfinden. Wie schon bei anderen Spielen in der Art, Demos, die ich ausprobiert habe, kriege ich durchaus Lust, noch weiter zu spielen. Ich kann aber nicht sagen, ob es eine lange, lange Lust ist. Also ich hätte gerne eine Mission zu Ende gespielt. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Und bei den Spielen ist es wahrscheinlich auch interessant, was lernt man einfach was über die Welt und kann von daher besser mit zukünftigen Missionen umgehen. Oder bekommt man Perks? Ich meine, Perktree war recht groß, da kriegt man wahrscheinlich dann Perks freigeschaltet. Aber wie wirken sich diese Perks aus? Ich nehme mal an, dass man, so wie hier schon angedeutet wurde, mehr Möglichkeiten bekommt, Fragen zu stellen und zu antworten. Je mehr Perks man hat, je eine vielschichtige Persönlichkeit man ist, desto mehr Möglichkeiten hat man dazu. Und darauf würde es dann hinauslaufen. Ich sage ja, interessantes Spiel. Würde ich weiterspielen? Wie viel Geld ich jetzt dafür ausgeben würde, für dieses Erlebnis, weiß ich nicht so genau. Aber insofern bin ich immer dankbar für diese Demos. Und falls das Demo mal geupdatet wird und man vielleicht noch ein kleines Stück weiterspielen könnte. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn das Demo mir die Möglichkeit geben würde, einen Fall zu lösen und vielleicht sogar noch einen Perk dafür auszuwählen, sodass ich eine Vorstellung davon habe, okay, wenn ich jetzt weitermachen würde, hätte ich den und den Vorteil davon. Das würde mich dann vielleicht mehr überzeugen als dieses plötzliche Rauswerfen dabei. Aber natürlich trotzdem danke, ne, an die Developer.
das Demo online zu stellen und schön auch diese Idee, selbst im Demo aufzutreten. Und ich würde sagen, gute Arbeit. Gute Arbeit allemal. Thank you.